So, ich habe die Wiese hinter der Halle gemäht. Jetzt schmeißen wir das vom Rand einmal rein. Dann können wir später immer mal wenden, dann schwaden und dann pressen. Presse steht bereit, Schwader steht bereit, Wender steht bereit. Und der Lanz kommt zum Einsatz, weil wir mit diesem alten Teil das einmal in die Mitte schmeißen. Dazu muss ich erstmal den Startvorgang vorbereiten. Machen wir hier einmal an. Und lassen die mal vorheizen. So, jetzt habe ich sie hier drunter gestellt. Jetzt lassen wir das Ganze mal vorheizen. Ich steige einmal auf. Und dann drehen wir an. Na. Er wackelt auf jeden Fall der Ring. Hopp, 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 hopp. Na, spring an. Gut. Wackelt. Kisten. So. Der ist schon etwas moderner, also halt aufgerüstet. Denn er hat eine Heckhydraulik. Mein alter Ackerluft. Und ich denke, es ist jetzt immer ganz schön, den mal im Einsatz zu haben, auf der Wiese jetzt zwar nur. Ich glaube, auf dem Acker wäre es noch besser. So, in welche Richtung schmeißt das dann? Einmal Zapfhelle an. Nach rechts. Das heißt, wir fahren rechts rum. Mal die andere, die Ackergruppe hineinmachen. Das Problem ist, jedes Mal beim Schalten habe ich einen Schlupf und dann haut der mir Löcher in die Wiesen. Ich habe halt kein Arbeitslicht. Ich kann aber froh sein, dass ich überhaupt Licht habe. Ein Freund von mir hat einen alten Lanz. Ungefähr so alt, hat die Lichtanlage. Insgesamt keine elektrische Anlage, gar nichts. Und ich kenne auch noch jemanden, der hat eine voll ausgeschaltete elektrische Anlage. Das heißt, der hat auch einen Anlasser. Der ist aber wegen neuer, der Bulldog. Und mir geht es ja jetzt eigentlich nur darum, das alles wenn nein zu schmeißen. Dass wenn ich morgen früh das erste Mal wend, einen Wender drüber fahre, dass er mir das nicht raushaut nach die Hecken. Und das mache ich dann immer und immer wieder, wenn ich einmal gewendet habe, wahrscheinlich.
dann sehen wir mal, was das am Ende hat. So, falls ich hier noch irgendeine Ruhestörung beschwer, das ist jetzt schon 7:45. Fahren wir mal lieber wieder in die Halle und machen die Kiste aus. Licht auch, Licht funktioniert eh nur so lange, wie der Motor an ist. So. Hier können wir mal Licht anmachen. Oh, das ist eigentlich gar nicht dreckig geworden. Hätte ich irgendwie mehr Dreck erwartet. Ja, ich denke, dafür kann man den dann doch noch benutzen. Ich hätte jetzt genauso gut den Fan nutzen können, aber halt nee, Licht aus. Also gut, morgen wende ich dann ein paar Mal. Dann können wir übermorgen das Gras einfahren. Also dann als Heu. Es sind jetzt 2 Tage vergangen. Nebenbei habe ich noch einen grubern lassen, sage ich mal so. Jetzt muss nur noch der Acker vor dem Haus gemacht werden. So, ich fahre jetzt dort raus, um das letzte Mal zu wenden. Und später wird dann geschwartet. So, es ist geschafft. Hier ist alles gemäht und trocken. Jetzt holen wir den Schwader und ich habe den Bulldog heute früh grob sauber gemacht. Ihr habt es gesehen. Jetzt schaut er schon wieder so aus. Achtung! Hopp! Der schaut aus! Naja gut, gehen wir mal hinter. Na, der schaut ja aus. Und holen wir mal den Schwader. Also gut, dann fahren wir mal mit offenen Scheiben, weil es ist warm. Offenen Scheiben. Hinten ist eh schon offen. Es ist total warm. Der September ist nochmal richtig warm geworden. Ich habe gedacht, es bleibt so kalt. Es war gerade angenehm auf dem Bulldog. Ohne Kabine, wobei dafür dann die Sonne so sticht. So, einmal ausklappen. Wobei ich guck erst nochmal. Ach ja, haben wir übrigens jetzt einen Futtermischwagen. Und ich habe beschlossen, ich stelle den jetzt immer da drunter, weil es ist einfach praktisch. Ich kann da dann einfach rückwärts wieder rausfahren. Passt auch fast ganz drunter mit Bulldog. Käse wird produziert. Marmelade. Erdbeeren. Ja, da wird gerade gegrubbert mit dem neueren Bulldog, sage ich jetzt mal, mit dem kleineren Fendt. Oh, wir haben nur Fendt. Mit dem hier eine Nummer kleiner, mit dem 4er.
weil das ist der 8er im 4.15 und das ist der 8.18. Weil der 8.18 ja Mavic hing, musste ich mit dem 4.15 grubbern. Es geht gerade so, aber besser ist es mit dem 8.18er. Aber ja, was sollen wir denn machen? Mit dem habe ich jetzt gemäht. Dann hatte ich das Grubbern schon angefangen und dann jetzt nochmal aufhören. Und ich hatte eh überlegt, ob ich die andere Wiese auch noch mähe. Ich weiß aber nicht, weil wenn, dann würde ich die dann mit häckseln lassen. Dann müsste ich das jetzt mal machen. Einfach nur mähen und schwaden. Mal schauen, gesät wird auf jeden Fall erst nach Mais häckseln. Und Mais wird demnächst wahrscheinlich gehäckselt. Es sieht noch die Spur vom Land, da hat ganz viele Spuren neu geweicht. Weil die Spuren vom Fendt von den letzten Tagen, die sieht man nicht so wirklich. Und die vom Land, die sieht man immer noch. Naja, ich schwarte es dann mal geschwind. Ich glaube, man sieht, dass gearbeitet wurde und man sieht auch, dass ich hier irgendwie, wie auch immer, die Frontscheibe so dreckig gemacht habe. Hinten gar nicht. Innen ist auch alles sauber. Naja, ich hatte jetzt vorne zu. Also unten nicht. Wie dreckig ist denn unten? Ja. Ignorieren wir. Wir fahren mit offener Scheibe. Vor allem am dreckigsten sind die vorderen Scheiben. Sonst ist alles ziemlich sauber. Was habe ich da gemacht? Wo stellen wir denn das Gefährt hier jetzt hin? Aufräumen will ich später. Jetzt will ich erstmal Ballen pressen. So, dann machen wir hier mal alles zu. Wie schaut denn das dann aus, wenn ich Frontmauerwerk dran habe? Das hatte ich ja auch mal vor. Hier sind schon wieder Erdbeeren, die ich abholen könnte. Mache ich aber nicht. Denn jetzt geht's nochmal aus dem Acker. Das Gras pappt so. Also, es war jetzt wirklich Gras, weil es waren ein paar feuchte Stellen auf der Wiese. Vorsichtig. Achtung, es sind Maschinen. Im Einsatz. Sind hier nicht in einem Museum. Auch wenn der Fendt und der Mercedes und der Lanz mir gerade so vorkommen. Also gut, dann würde ich sagen, presse ich mal Ballen. Na halt. Hin mal direkt mal auf. Auf. Ich muss ihn noch umstellen auf die ganz großen Ballen. Ich hab's jetzt doch gelassen, dass ich die am Ende nicht mehr mit dem Geräteträger so schön transportieren kann. Da lieber mehr Ballen. Also gut, ich mach dann.